Da oben, den kannst du, glaube ich, nehmen. Nee, das ist ja der. Das ist der. Aber es muss doch da eine Möglichkeit geben. Hast du die Tür schon probiert da gegenüber? Nee. Zacharias Zauberausstattung. Okay, den Namen gibt es normalerweise nicht. Da ist Flourish and Blots. Ja. Da würde ich jetzt vielleicht noch nicht hingehen. Da ist Aelops Eulenkaufhaus. Da ist aber geschlossen. Die Tür ist verschlossen. Und wie wird da, würde es ganz rausgehen oder wie? Entweder geht es da jetzt gleich zum tropfenden Kessel. Oder zu Gringotts. Das sieht mir eher nach tropfender Kessel aus. Ja. Da kannst du rein. Ja, kann ich. Aber das bringt mir ja nicht viel. Ist das eine Kneipe? Richtig, damit kommst du wieder in die normale Muggelwelt zurück. Also ich kann natürlich mal reingehen. Bei Flourish and Blots geht's auf jeden Fall dann gleich weiter mit der Hand. Genau, deswegen habe ich gedacht, ist hier vielleicht irgendwie ein Bereich, wo man vielleicht noch was anderes bekommt. Mhm. Oder? Ja, mal sehen. Der Ladebalken ist total irritierend, weil das bringt überhaupt nichts, ob das da hin und her bewegt. Ja, das heißt halt einfach nur, dass ja, sie arbeitet gerade. Sinnvoller wäre es, wenn er sich wirklich füllt und wenn er voll ist, ist es auch fertig. Ja. So bringt der Heiler nicht gar nichts. Uns. Ja, richtig. Das, bei Harry Potter, das Zeichen da oben in der Ecke, muss ich immer an HP denken. Das ist total schlimm. An HP Lovecraft oder an HP Baxter? Eher den zweiteren. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Da, siehst du, das sind wieder diese Fässer. Das Zauberbuch vom zweiten Schuljahr. Ja. Ich muss erst, ja, dann muss ich doch erst zu Flourish and Blots. Da kriege ich dann das Zauberbuch von Miranda Habicht. Lehrbuch der Zaubersprüche. Das Hagrid. Zwei. Ja. Mal gucken, was er hier für eine Stimme hat. Hallo Harry, Mrs. Weasley hat nach dir gesucht. Hoffentlich hast du dich nicht in der Nocturngasse rumgetrieben. Schrecklich auch. Geh nicht hin. Ist die gleiche noch. Ja. Okay. Ben Hacker. Dann, ist es wohl tatsächlich so, dass wir erst zu Flourish and Blots müssen, um das Buch zu kriegen und dann können wir diese blöden Fässer wegzaubern. Dann ja, machen wir das doch. Ich will nur gerade gucken, was hier so geboten ist. Sehr hübsch gemacht, der tropfende Kessel, muss ich sagen. Mhm. Schönes Lokal. Eine Bohne. Ja, da ich ja dann sowieso nochmal alles ablaufen muss, ja, würde ich tatsächlich vielleicht erst zu Flourish and Blots gehen. Ach, guck mal, da wird Domino gespielt. Hab ich auch gerade gesehen, ja. Und da... Und Schach? Nee, nee, das Dame. Ist Dame, glaube ich. Da hinten ist aber noch ein Tisch. Da steht, da ist, glaube ich, wieder Domino angesagt, da hinten. Ach, er spraddelt dabei. Du könntest ja mal probeweise gleich nochmal eine Frau oder so ansprechen. Vielleicht sagen die nochmal was anderes. Ja, mit Sicherheit. Such dir eine die aus. Die Frauen reden bestimmt alle über Gilderoy Lockhart. Haben Sie schon Gammel mit Ghoulen von Gilderoy Lockhart gelesen, Mr. Potter? Wirklich hervorragend. Ich kriege, glaube ich, alle Gilderoy Lockhart Bücher zusammen. Okay. Es gibt Gammeln mit Ghoulen, Abstecher mit Vampiren, Trips mit Trollen, Ferien mit Vetteln. Sechs sind's. Jetzt fehlen mir noch zwei. Da ist eine Tür da hinten rechts. Probier mal. Nee. Da so. Da so? Okay. Da komme ich nicht durch. Ja. Richtig. Irgendwas mit der Todesfee gab's noch? Ja, geh ruhig raus. Kannst ja dessen auch überlegen. Versucht. Ja. Nee, mir fällt der letzte fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall gibt es einige Bücher von Gilderoy Lockhart und natürlich Zauberisches Ich. Das ist sein neuestes Buch. Ah, und ja, das, denke ich, wird gleich sogar vorgestellt bei Flourish and Blots. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, diese Harry Potter Spiele sind mit so viel Liebe gemacht und so schöne Details. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ja, ist echt schön gemacht. Wie gesagt, über das Gameplay, die Steuerung und so, da kann man dann streiten. Bugs es gibt aber müssen Schlimmeres. Wir erst noch entdecken. Es gibt Schlimmeres, wirklich. Du hast es ja nicht gespielt. Nein, aber ich meine, jetzt im zweiten Teil, ja, da war doch jetzt noch nichts groß verpackt. Hast du erst ich rede einmal sie das Zauberbuch? Kannst du noch viel mächtigere Zauber anwenden? Ginny übrigens, wer das nicht mehr so auf dem Schirm hat, die jüngste Schwester von Ron und den Zwillingen und allen anderen Weasleys. Und sie ist 11 Jahre alt und wird dieses Jahr nach Hogwarts kommen. Mm. Warum weiß sie denn so genau Bescheid? Sie hat 5 oder 6 ältere Brüder, die alle in Hogwarts sind. Okay. Begleitet sie regelmäßig in die Winkelgasse und lässt sich ganz viel von denen erzählen. Die sind in einer Zaubererfamilie groß geworden. Mhm. Die kennen sich mit solchen Sachen natürlich aus. Mhm. Wie viele Brüder hat sie jetzt? Das sind Ron, Fred, George, Bill, Charlie und Percy. 6 Brüder. Okay. Aber Ron ist der Einzige in seinem Alter, in seinem Jahrgang, ne? Oder? Ja, richtig. Ja. Die Zwillinge, die sind 2 Klassen drüber, mhm, glaube ich. Oder eine Klasse drüber. Nee, 2 Klassen drüber. Percy ist nochmal 2 Klassen drüber.
Und Bill und Charlie sind schon fertig mit Hogwarts. Bill ist Schatzsucher für Gringotts, Fluchbrecher, und Charlie erforscht Drachen in Rumänien. Moment, bevor ich die jetzt anspreche, möchte ich hier erstmal kurz ein bisschen rum. Vielleicht gibt es hier auch ein Regal zu verschieben. Da kannst du durchsuchen. Durchsuchen, ja. Bohnen. Wir können ja eh nur 50 tragen mal wieder. Also mir war das eigentlich immer lieber, wenn die in Einmachgläsern rumgestanden waren. Da hat man eben wenigstens gleich gesehen, wo es was gibt. Ja. So muss man erstmal zu jedem Regal hin und erstmal gucken, ob man es durchsuchen kann. Ja gut, aber ich glaube, hier kannst du gerade alles durchsuchen, wie es aussieht. Ja, aber es gibt nicht überall was zu finden. Das ist richtig. Aber vielleicht findest du auch tatsächlich mal so eine Bildkarte irgendwo oder sowas. Ja. Wie er da immer mit dem Arm drin rumrührt. Ja. Und wenn wir 50 haben, brauchst du gar nicht mehr suchen. Ja, das ist richtig. Also das Erste, was ich mir kaufen werde, wenn wir die Möglichkeit haben, das ist eben ein Bohnenbeutel, um das Ganze aufzustocken. Ja. Ich glaube, 2 Bohnenbeutel gab es beim letzten Mal. Wenn es diesmal auch 2 gäbe, dann würde ich mir die gleich möglichst zügig. Ja, das wäre das Erste, was ich mir kaufen würde. Weil alles andere findet man auch so, also Schokofrösche, Kesselkuchen und sowas, Bildkarten. Eigentlich darf der ja maximal 50 kosten, weil mehr können wir ja nicht mit uns tragen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der gekostet hatte beim letzten Mal. Ja, ich glaube, also da ist jetzt nicht mehr wirklich... Ja, das passt schon. Ich spreche mal mit der Dame. Wie viel kostet das Buch? Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2 von Miranda Habicht? Das kostet 1 Sickel. Wie praktisch. Das ist genau der eine, den wir zur Verfügung haben. Mhm. Gucken, welchen Zauberspruch wir jetzt bekommen. Vielleicht Stupor oder Reducto oder sowas. Mit dem Wissen aus diesem Buch wirst du extrem starke Zaubersprüche lernen. Hier ist ein praktischer Hinweis aus dem Buch. Du musst deinen Zauberstab voll aufladen und verwenden, wenn der Zauber bereit ist. Aber sei vorsichtig. Überladene Zaubersprüche können sehr viel Ärger machen. Vielen Dank. Ja, das mit dem Aufladen, das weiß ich noch. Das war jetzt praktisch nur, dass wir ihn einfach jetzt verstärken können, ne? Ja. Also ist kein neuer Zauber in dem Sinne. Genau, ich glaube, dass wir vielleicht weiterhin Flipendo benutzen müssen. Ja. Oder Lumos, aber dass das halt nur aufgeladen funktioniert. Aber das gab es ja auch im ersten Teil schon, diesen Verstärken. Richtig, aber jetzt ist halt nochmal stärker. Muss wohl, ja. Okay. Das lese ich jetzt mal nicht vor, weil das ist einfach nur nochmal die Handhaben dieser Zauber. Aber jetzt können wir wahrscheinlich die ganzen Kisten. Genau, und da steht nämlich auch Flipendo Band 2. Aha, ja. Der nützlichste Zauberspruch, weiche zurück. Hoppla, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Achso, du hast das umgewechselt. Ich dachte, was war das für ein Geräusch? So, hier haben wir Lumos. Mhm. Ich guck gerade mal. Nee, und weitere stehen noch nicht drin. Nee, die haben wir auch die beiden erst wieder gefunden. Genau, also da ging es jetzt wirklich nur ums Verstärken. In den Ferien alles vergessen, jetzt muss er die Zaubersprüche erstmal wieder finden. Dann können wir dann gleich die Winkelgasse nochmal komplett neu abgrasen. Genau. Ist da hinten noch was versteckt? Rechtsrum ist er noch gar nicht gegangen. Ja, das stimmt. Da ist da noch eine Truhe versteckt. Oh. Ah, Moment. Das war, glaube ich, das gewöhnliche Durchsuchen. Ja. Wenn das hier schon so verwinkelt ist, vielleicht ist da irgendwas. Eine Bohne. Ja, das ist jetzt die letzte noch Bohne. Eine Bohne aller Geschmacksrichtungen. Ich habe gedacht, vielleicht finden wir ja doch mal eine Karte dazwischen oder so. Irgendwas. Ich erinnere mich da an die Schulpulte beim letzten Mal. Die habe ich ja sehr gerne durchsucht. Ja. Wo dann durchaus auch mal ein Fünferpack Karten drin da war eine Menge. So, weiß nicht, ob es hier so ein Sammelband auch nochmal gibt. Das wäre cool. In seine Tür kannst du nicht da rein, ne? Neben welche Tür? Neben ihm ist da noch so eine, also... Er ist eine Sie, glaube ich. Nein, das ist ein Er. Er hat auch die Stimme von einem Mann gehabt. Echt? Habe ich jetzt nicht geachtet. Ja, die Stimme war ganz bekannt. Die Tür ist genau neben ihm. Da. Ach, links. Die da. Die war zu. Okay. Nein, da geht es nicht weiter. Da geht es bestimmt weiter, aber da kommst du nicht durch. Weil eine Tür macht man ja nicht einfach so dahin. Mhm. Also, ich denke schon, dass es dahinter weitergeht. Vermutest du? Ja. Weil sonst wäre die Tür echt sehr sinnlos. Wir sind aber in der Zaubererwelt, da kommt sowas durchaus mal vor. Ja, oder beim dunklen Turm. Da gibt es durchaus Türen, die einfach mitten im Leeren stehen, die in andere Welten führen. Das ist ziemlich cool. Ja, oder bei das Haus des Schreckens in den 3 Fragezeichen. Da gibt es auch Türen, die nirgendwo hinführen, einfach um die Leute zu irritieren. Richtig. Hast du das Buch, Harry? Nein. Ja, Mrs. Weasley. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Zauber auszuprobieren. Wo hast du denn die Sachen verloren, Ginny? Meine Messingwaage habe ich wohl im Vorbeiflug im Kamin der magischen Menagerie verloren. Mein neuer Federkiel liegt bestimmt irgendwo hinter Freud und Leid. Als ich mein Spellotape verloren habe,
War Hagrid in der Nähe? Es muss im Tropfen im Kessel gewesen sein. Mhm. Magische Menagerie. Freud und Leid unter tropfende Kessel. Alles klar. Vielen Alles Dank, die Orte, Harry. Wo wir schon Kisten gesehen so nett, haben, wahrscheinlich. Dass du das für Ginny ja. Tust. Vielen, vielen Dank, Harry. Zeig uns doch mal, was du mit deinen neuen Zaubern ausrichten kannst. Zerschmettere die Fässer da drüben. Ja. Mach alles kaputt. Die magische Menagerie hatten wir aber noch nicht. Wir hatten nur Aelops Eulenkaufhaus. Ja, wir gucken gleich da mal hin. Flitendo. Ah. Jetzt gehen wir mal noch nicht zu Hagrid, weil ich würde erst noch mal da hinten in die andere Ecke gehen, wo die Wir fangen noch mal ganz von hinten an und klappern noch mal alles ab. Ganz von hinten brauchst du ja nicht, aber... Ja, ich brauche ja viele Sickel, um... Ich brauche ja 8 Sickel, um das Zaubertrank zu Es muss ja einen Grund haben, warum man da... ist die magische Menagerie. Ja. Also ich gehe noch ein Stückchen weiter und da ist Gringotts. Siehst du, da waren wir noch... Doch, da waren wir. Bloß ich habe Gringotts nicht gesehen gehabt. Da... Die kannst du jetzt alle kaufen. Was das bringt, weiß ich nicht. Ah, oh! Ui. Ja, wir müssen ja auch 9 Sickel zusammenkriegen, ne? Wie war das? 8, glaube ich, waren es. Ja, ich glaube, wir machen doch alles kaputt, ne? Ja, lohnt sich. Sammeln ruhig eigentlich, dass sie verschwinden. Das kann natürlich auch noch passieren. Ist aber auch der Hammer, oder? Da kostet ein Zauberspruchbuch 1 Sickel ja. Und so ein blödes Fläschchen. Das 8-fache. Ja. Verschwinden die nach einer Zeit? Ja, deswegen habe ich ja gedacht, lieber einmal einsammeln und dann... Ein Silbersickel. Flipendo. Das finde ich cool mit der Währung. Ja, Dorsch da war jetzt nichts drin. In den Großen ist, glaube ich, nichts. Du kannst natürlich noch mal ganz zurückgehen, wenn du willst, aber ich weiß nicht, ob da ja, noch irgendwas war. Ja, ich möchte schon noch mal gucken, weil wir waren ja auch in der Nocturngasse, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas war. Die Vasen ja kannst Vasen. Du ja mal probieren, aber... Ah, die gehen tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist wirklich, das sind so die Sachen, die sich bewegen. Ja, hier sind noch Fässer, aber große. Mhm. So, jetzt sind wir ganz am Ende. Ja, jetzt sind wir am Ende. Ja. Flipendo! Nee, da ist jetzt nirgends was, okay. Ich überlege gerade, war denn in irgendeinem Gebäude, wo wir drin waren, noch Fässer, außer jetzt in dem Kessel? Freud und Leid. Waren da auch Kürbisse? Ja, da oben ist. Da sind doch welche. Flipendo! Na komm. Oh. Aber wir müssen ja Genies Teil da finden, was sie immer noch vergessen hat. Oder verloren Mehrere hat. Teile. 3 Stück waren das insgesamt, ja. Ach Mensch. Da rechts ist noch einer. Flipendo! Na, da toll. Hätte ich jetzt aber erwartet, dass er uns da was für geben. Ja. Dass man die findet. Es hört sich an, als hätte er Stöckelschuhe an, ne? So ein bisschen, ja. Flipendo! Ist ein bisschen doof, dass man da nicht nochmal hinziehen kann. Den konntest du ja vorher schon. Flipendo. Ja, aber da hat er sich so nicht bewegt. Doch, da kam dann die Bohnen raus. Ja, ja. Ui, das war aber sehr aufgeladen gerade. Ja, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Flipendo! Ja. Okay, da tut sich nicht. Also hier rechts könntest du jetzt rein. Da auch, ja. Das war. Da könntest du jetzt auf jeden Fall das Fläschchen kaufen. Das Geld haben wir jetzt. Haben wir genügend? Ja, 10 oder 11 haben wir jetzt. Und das hat 8 gekostet, glaube ich, wie du sagst, ja. Ja. Also das kriegen wir schon mal. Und irgendwo könnten wir noch was kaufen, ne? Glaube ich. Flipendo! Wie viel kostet dieses Zaubertrankfläschchen, bitte? Es kostet 8 Sickel. Wieder mal die Stimme von Alpha. Okay, das ist aber auch eine hübsche Flasche gewesen jetzt. Um dein Fläschchen mit Mega-Power-Trank aufzufüllen, den kennen wir noch, stelle ich neben den Kessel und drücke X. Ach, den können wir gleich hier auffüllen, um den Trank zu dir zu nehmen. Ja. Ja. Danke. Entschuldigung. Du kannst dein Zaubertrankfläschchen gerne mit Mega-Power-Trank auffüllen. Der Mega-Power-Trank befindet sich in dem großen Kessel dort. Vielen Dank. Dann machen wir das gleich mal. Vielleicht können wir uns auch gleich mal heilen. Ich weiß gar nicht, wie sieht unsere Gesundheit eigentlich aus? Er macht es automatisch. Wir haben nicht so viel verloren. Das lohnt sich jetzt eigentlich nicht. Ich kann ja gleich wieder auffüllen. Ja, kannst natürlich, wenn du willst. Hoppla. Hast Licht gemacht. Da. Ja, ich sehe es. Da unten ist er. Moment. Kannst du auf X legen oder so? Ich wollte ihn auf Kreis legen, das macht er gerade nicht. Oh, wird da extra aufgeführt, das Kreissymbol. Ja, macht aber trotzdem nicht. Ich kann den, ich kann den aktuell gar nicht benutzen, okay. Wahrscheinlich eher, weil wir voll Energie haben. Ja gut, aber ausrüsten müsste ich ihn trotzdem können. Aber vielleicht geht das erst, wenn wir in der Schule sind oder möglich, so. Möglich, ja.
Hier war sonst nichts weiter. Kann ich das Schloss kaputt nicht machen? Nee. Ich glaube, gegenüber konntest du doch in den Laden rein. Achso, ja. Ich vergesse immer, dass noch eine Ladesequenz kommt. Der Witz ist, dass wir jetzt schon relativ lange im Spiel sind und es immer noch nicht nach Hogwarts geschafft haben. Ja, aber vielleicht soll das ja auch so. Der erste Bereich scheint ja komplett jetzt Winkelgasse zu sein. Ja, das stimmt schon. Also, das ist ja auch wichtig, dass man eben nicht nur in der Schule ist, sondern auch ein bisschen was von der Zaubererwelt noch hat. Ja. Und ich glaube, jeder mag immer diese, in den Büchern und auch in den Filmen, diese Winkelgassenpassagen. Das ist. Also, ich mochte die immer total gern. Kann man den Kasten jetzt vielleicht? Nicht so wirklich, ne? Nee. Wohl das ist merkwürdig. Er zieht nur den unteren immer an, den Hund. Ja. Ist das überhaupt ein Hund? Ich denke, weiß ich nicht. Sah für mich erst so aus. Das kann alles Mögliche sein. Kannst du da jetzt rein? Ja, muss ich auf jeden Fall, weil der Vogelkäfig wackelt auch. Die magische Menagerie da ist ja auf jeden Fall irgendwas, was Genie gehört. Oder kannst du ihn untersuchen? Nee. Da ist ein unsichtbares Tier wahrscheinlich drin, ne? Oder was sehr Kleines irgendwie. Nee. Ja gut, dann gucken wir mal rein. Da hatte Genie auch was verloren. Richtig, ich glaube, warte mal, der Federkiel war, glaube ich, bei Hagrid, oder? Ich glaube. Und da musst du wahrscheinlich auch die Fässer kaputt machen und dann dahinter gucken. Also den Tropfen Kessel müssen wir auf jeden Fall noch, da war ja, haben wir uns nicht so wirklich groß umgeschaut. Nee, da hatten wir ja gesagt, wir machen das, wenn wir den Zauberspruch haben oder den Band 2. Genie meinte, ihre Messingwaage müsste hier irgendwo sein. Messingwaage. Wacke. Ach, die Messingwacke, genau. Die Wacke. Da, super lang. Ui. Wir gehen schon rein. Du musst an dem alten Miesepeter vorbei, um Ginnys Waage zu holen. Okay. Ach, schleichen wahrscheinlich. Ah, ja, das wird toll. Das kann ich ja besonders gut. Wo ist er denn? Wollen wir nicht erstmal gucken, wo der ist? Ja, da ging es ja jetzt nicht weiter. Ja, wenn du jetzt hier schleichst, musst du doch wissen, wo er sich gerade. Das meine ich. Er muss ja wissen, wo der ist. Sonst bringt das Schleichen ja nichts. Ja, ich muss ja erstmal. Da vorne ist ja jetzt nichts mehr. Kasse können wir ausrauben. Können wir? Ich glaube nicht. Das war eigentlich ein Scherz. Wäre aber schön. Meinst du, das macht er? Dass sie das in so ein Kinderspiel einbauen, dass sie das als Vorbild nehmen? Dass Harry Potter die Kasse ausräumt. Ja, wäre, glaube ich, keine gute Moral. Ich weiß überhaupt nicht. Ich komme ja da gar nicht durch. Das ist eher eine Tür, das Gitter. Ich glaube, das kannst du aufschieben. Ja. Das habe ich nicht absichtlich gemacht. Bist du schwerhörig? Ich hab gesagt, es ist geschlossen. Hau ab! Jugendfrau, ja. Unmöglich. Und da brauchen wir einen Tarnumhang. Ah, er geht wieder weg. Interessiert ihn gar nicht. Wenn ich richtig bin, müsste ich an ihm vorbeikommen. Oh Gott, das klappt bestimmt richtig gut. Also du musst hinschleichen und den Schalter drücken. Drücke Harry gegen Mauern und Wände, wenn du... Ja. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Das habe ich bei dem Red Ninja Spiel, was ich aktuell spiele, auch. Da kannst du dich auch an die Wand drücken. Er hat mich gesehen. Und um Ecken schleichen. Er hat mich gesehen. Ja. Drück den Schalter. Drück da rechts. Ja. Diesmal konntest du fliehen. Beim nächsten Mal hab ich dich. Das war jetzt recht simpel. Das hat nicht gereicht. Doch. Das war jetzt aber sehr einfach. Ich bin einfach nur weggerannt vor ihm. Ja. Ja. Das hat ja übrigens bei Percy damals dann irgendwie auch geklappt. Kiste. Ja, also was ich eben meinte. Also da kannst du dich in dem Spiel auch an die Wand drücken und um Ecke. Das Coole ist aber da, das wäre jetzt bei Harry Potter ein bisschen komisch, da kannst du dann, wenn deine Wache rumläuft, um die Ecke gucken und den so ein bisschen anmachen. Und, hallo, starker Mann, brauchst du nicht ein bisschen Ablenkung? Und dann kommt er auf dich zu und dann kannst du ihn bei ihm mit dem Messer die Kehle durchhacken. Das ist total geil. Die Terrormucke macht mich gerade wahnsinnig. Da ist die Waage. Die Wacke. Die Wacke. Die Messingwaage. Erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Ja, die sind ein bisschen aufgeregt. Dabei sehe ich nicht mal eins. Nee, ich auch nicht. Aber ich höre sie. Flipendo. Ja gut, da war sonst nur noch die Truhe. Die habe ich ausgeräumt. Also ich glaube, hier ist sonst nichts mehr weiter. Mhm. Jetzt macht er das. Aber wehe, ich brauche das. Ja. Ich brauche etwas. Ja. Können wir jetzt einfach gehen? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Nein, können wir nicht. Ja. Gut, der ist jetzt ja nicht wirklich gefährlich gewesen. Ich glaube, das sind Knuddelmuffs. Ja. Das dachte ich auch. Geh weg. Ich sehe ja nicht, wo. Da ist er. Geh rum.
Ich glaube nicht, dass hier ist noch großes Versteck, dass ich will einfach rausgehen. Oder musst du da. Nee, da kannst du einfach raus. Ne? Das war ja unglaublich schwierig, ja, diese Herausforderung. Wenn ich daran denke, wie lange ich da bei Percy gebraucht habe beim ersten Mal. Ja. Ja, also das hier ist ein Knuddelmuff. Dieser Ball. Und das hier. Ist ein Fleischbrocken. Eine Schnecke. Das wird vielleicht eine Art Feuerkrabben. Das war eine sein. Schnecke, ein riesiges Schnecken. Da hast du Gefühler sogar gesehen. Das war ein Strehler. Strehler heißen die, genau. Das war bestimmt Gary. Feuerkrabben sind ja Schildkröten. Aha. Ja, stimmt.